Willkommen zurück hier bei Stardew Valley. Wir schauen jetzt am Fernseher rein. Es sind schöne Gasttage durch. Ach ja, wer ist denn das da? War heute die Festivität oder wann war das? Müssen wir nachschauen. Das auch eingepflanzt, nicht für dich. Aber naja. Hier oben auch. Kohle hatten wir ja nicht mehr. So. Die Gießkanne. Da solltest du ja relativ schnell reden mit Gießen. Die Festivität ist, dann wird mir es ja auch unten angezeigt, dass das Fest hat jetzt begonnen oder sowas. Ich mach ganz kurz hier. Sag ich doch. Einmal neues Wasser holen. Das kann ich ernten. So. Wir gießen noch schnell zu Ende und dann gehen wir rüber. Das schon das, was auch da uns ist, oder? Mist. Ach, hier unten ist auch noch was. Nehme ich schnell mit. Wow. Ah.
Okay, ich glaube, das habt ihr auch gehört, weil ich hatte ganz kurz keinen Ton mehr. Und es hat geknistert. Waren für die letzten vier Dinger. Das hätten wir alles. Ups. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah ja. Ah, jetzt. Schauen wir es noch hier. Deine Sterne machen gegen Preise eintauschen? Ja. Okay. Tourist, es war eine lange Busfahrt hierher, aber das war es wert. Er war so wert. Dieses Tal ist wunderschön. Simon liebt es. Nicht wahr, Simon? Okay. Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Und was jetzt? Ich habe das stärkere Spiel so oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Erbrech. Warst du schon bei der Wahrsagerin? Sie hat ihren Stand am Friedhof. Ich habe sie schon besucht. Sie hat mir etwas Interessantes verraten. Okay. Bist du so stark wie ich? Zerschmettere Steine. Gorilla. Immer noch Gorilla. Bulldozer. Ah ja. Ah, so etwas würde ich sehen. Hier nimmt eine Sternmarke. Hier nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten. Das sollte sich schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Ich wünsche dir viel Glück, falls du auch daran teilnimmst. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Auslage an. Ich habe mein Bestes gegeben, aber mein Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Piers ziemlich schwach. Naja, vielleicht geben wir die Richter Bonuspunkte für den massiven Käseleib. Naja. So. Sehr schön. Die hatte ich. Ich hätte das Rücksrad jetzt schon sehr miteinander gewonnen. Der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Orange. Eigel, okay. Ah, oh, nein, Mist. Okay. Jo, warum nicht?
Oh ne. Mist. Nein. Nein, nein. Ah ja. Nein. Na, komm. So. Wie schön, 155 Punkte. Zehn Perfektbonus. War hat 4 Sterne machen. Ja, gut. Weil ich besser merken könnt, bevor ich mir hier jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt schnappe. Ja. Robin arbeitet wirklich hart als Schreinerin. Sie hat mir die Anerkennung. Sie hat die Anerkennung richtig verdient. Ja. Ich bewundere Robins Fähigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Ja. Holzverarbeitung ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich beschwere mich hin und wieder über meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das hier sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Na komm, geh mal auf Seite. Geh mal auf Seite, hier. Mensch. Clint's Klinge werden jedes Jahr schärfer. Seine Preise auch. Hm? Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Luz wollte wohl dieses Jahr mit seinem Discount-Klon Geld sparen. Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Wilwig und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. Hm. Dieser Clown, er kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht von der Schule der Illusion oder aus dem Karneval der Geheimnisse? Hm. Naja, meine Kristallkugel wirbeln. Ja, los, sag mal ja. Oh, ich sehe dich in der Kneipe, umgeben von Freunden. Du scheinst niemanden zu bevorzugen. Du bist bei allen beliebt. Jetzt sehe ich dich und Erika in einem wachblassenden Zimmer. Du scheinst ernst zu sein, aber nicht unglücklich. Irgendetwas Wichtiges muss gerade passieren. Die Kristallkugel hat sich geändert. Jetzt sehe ich dich, wie du eine dicke, reife Melone erntest. Du wirst auf einem prächtigen Hof voller Leben. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern. Wenn du dich anstrengst, auf Wiedersehen.
Geh weg. Okay. Die beiden hatten wir noch nicht. Es ist heute ein wenig hektisch. Ich bleibe einfach ein wenig hier. Hey Markus, hast du Spaß? Auf jeden Fall. Es hält mit den Schleudern, ist ziemlich gut. Wenn du den Bogen raus hast, kannst du eine Menge Sternmarken verdienen. All die Tiere sind so freundlich und lieben es, gestreichelt zu werden. Autsch, ein Gehirn hat mir den kleinen Finger gepiekt. Und nur ein paar Schritte weiter grillt das ein paar Portionen schwere Fängen. Ich muss wohl etwas in mich gehen. Mach mal mit Linus hier. Diese Tiere beurteilen Leute nie nach ihrem Aussehen. Von Menschen kann man das nicht gerade behaupten. Ja. Wow, das ist der größte Riese, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Arbeitest du an deiner Aussage für die Bauernhofschau? Markus, das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von Jodelhof anzupreisen. Du hast eine ganz schön nette Stadt, angenehm und kuschelig. Mit einem echten Gemeinschaftsgefühl. Okay. Oh, 50 für eine. Ich könnte jetzt natürlich... Boah, 500 für 25.000. Nein, danke, aber nein, danke. Spielen. Okay. Ich glaube, ich angel noch mal, das bringt mir mehr. Mist. Nicht doch. Was ist hier los? Ah ja.
Nochmal. Ah, sehr schön. Mist. Jawohl. Hundertsechsundfünfzig. Na komm. Orange. Machen wir mal 50. Ups, ist mir gekommen. Aha. Machen wir nochmal orange. Wieder 50. Direkt wieder weg. Hier kann man sicherlich auch verlieren. Viel verlieren. Machen wir jetzt mal grün. Jetzt geht er bestimmt auf orange. Nee. So, 50. Machen wir mal für 100. Ich hoffe, das wird was. Ja. Ich möchte ganz gerne zwischenspeichern. Ist doch orange, oder? Nee, grün. Was ist hier los? Zweihundert. Grün, 200. Hier ist orange, glaube ich. Wenn es richtig schnell dreht, ist grün. Wenn es langsam dreht, ist orange. 100. Also glaube ich auf jeden Fall, dass es so ist. Ja. Machen wir mal 400. Nicht 4400. ja. Grün. 400. Nein.
Orange. Auch nur ein. Nee, einen machen wir nicht. Nee. 10. Darf doch nicht wahr sein. Grün. 100. Und hoffen, dass es klappt. Ja. So, wir gehen mal kurz nach oben. Ja. Das brauche ich. Grünrate ist mir nicht so wichtig. Das Bild ist nicht wichtig. Das nicht. Das und das. Die Sonnenblumen auch nicht. Also ich brauche 2500. 3300. Okay. Holen wir uns schon mal den Fedora. Nein, ich verliere. Oder auch nicht, das ist geil. Noch auch grün. 300. Ich glaube, ich hole mir erstmal die Vogelscheuche. Nee, andersrum. Diese Sternenfrucht war das. Du hast eine Sternenfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Pizza. Deine maximale Energie wurde erhöht. Jetzt brauche ich noch 800, ne? Ja. machen wir 100. Also grüne sind sie öfter dran. Ja.
Warte mal. Und sagen, das drückt auch, denke ich mal, was los. Sehr schön. Auf sich. Okay. Dann gehen wir mal wieder nach oben hier. So.